Hallo allerseits, freut mich sehr, dass ihr heute den ersten Screencast von meiner Serie zu den Open Data Übungen anschaut. Es geht in diesem ersten Video um Datenformate. Und zwar konkret werden wir einige Datenformate auf der Open Data Swiss Plattform anschauen. Wir werden mal das Comma Separated Value Format betrachten, solche Dateien im Notepad++ und mit LibreOffice öffnen. Anschließend uns mit dem Open Document Format Spreadsheets und Excel auseinandersetzen. Das sind die Tabellen. Dann noch die JavaScript Object Notation anschauen und last but not least auch XML-Dateien öffnen und mal schauen, was da drin steckt. Also geht's gleich los. Wir wechseln auf den Browser. Ihr geht mal am besten auf die Open Data Swiss Website, auf die Datenplattform der Schweiz. Da seht ihr ja ganz viele Datensätze, die da drauf sind. Und um da einen ersten Überblick zu kriegen, klickt ihr einfach mal, was für Formate das da sind, klickt ihr mal auf die Daten. Und da gibt es eine Liste anschließend von den verschiedenen Datenformate, die auf Open Data Swiss gespeichert sind. Ihr seht da links eine sogenannte Facettensuche, verschiedene Arten, wie die 2164 Datensätze auf dieser Website zugänglich gemacht sind. Also einerseits mal inhaltliche Kategorien, Schlagwörter, dann die Organisationen, die entsprechend Daten hochgeladen haben und dann eben etwas weiter unten die Formate. Dazwischen gibt es noch die politischen Ebenen. Also wenn ihr alle Daten vom Bund wollt, könnt ihr da drauf gehen oder alle Daten mit den Nutzungsbedingungen entsprechend etwas tun, dann auf diese Links klicken. Wir schauen uns die Daten an und wie gesagt, jetzt mal in erster Linie die CSV-Daten. Da betrachten wir uns mal diese 1104 Datensätze. Wie ihr seht, ist das CSV-Format auch das Format, wo am meisten Daten drin gespeichert sind. Wir haben jetzt alle CSV-Daten rausgefiltert sozusagen und sehen jetzt eine Übersicht auf verschiedene CSV-Dateien. Klickt man jetzt mal oben rauf, kommt man auf die sogenannten polizeilich registrierte Beschuldigte gemäß Strafgesetzbuch nach Kanton, Aufenthaltsgruppe, Altersklasse und Geschlecht. Das klingt doch mal spannend. Schauen wir uns das an. Das File, das sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber hier steht CSV. Laden wir es mal runter. Okay, 100 Megabyte, ein bisschen viel, aber jetzt auf unserem schnellen Uniserver geht das wieder Blitz. Wir öffnen das dann, zeigen uns das an, sobald es da ist. Genau, da ist es. Und entsprechend dort haben wir auch, sehen wir ein bisschen stutzig aus. Stutzig, weil da steht PX und eigentlich wollen wir ja CSV. Das ist so, PX ist ein bisschen ein komisches Datenformat. Die Plattform erkennt das zwar, hat das Gefühl, es sei CSV, aber es ist eben nicht CSV. Also wenn ihr da mit PX-Daten arbeiten wollt, das ist etwas schwierig. BFS, das Bundesamt für Statistik, hat komischerweise alles mit PX-Dateien drauf. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau, was da der Zweck dahinter ist. Nun denn, gehen wir ein bisschen zurück, schauen nochmal, was gibt es für andere CSV-Dateien. Gehen wir mal ein bisschen weg vom Bund auf den Kanton. Beispielsweise hier, wenn wir nach Kanton filtern, kommen alle kantonalen Daten raus. Da mal beispielsweise eine Datei mit den Volksabstimmungen vom Kanton Genf. Öffnen wir doch das mal. Mal schauen, wie es da drin aussieht. Das sieht doch schon mal interessant aus. Resultat der Volksabstimmung vom 12. Februar 2017. Und dann öffnen wir doch mal diese Ressource und laden das Ding runter. Da kommt das CSV auch schon runtergeladen. Wenn wir das Ding jetzt versuchen zu öffnen, kommt dann entsprechend diese CSV-Datei raus. Jetzt können wir das einerseits mal öffnen, beispielsweise mit einem Texteditor, Edit with Notepad. Ihr könnt irgendeinen Texteditor brauchen, nach eurer Belieben und das dann so öffnen. Wenn ihr das dann öffnet, seht ihr entsprechend viele, ich nehme das Fenster mal rüber, so, Datenwerte. Da kann man noch nicht so viel anfangen damit. Aber man sieht schon mal, es ist CSV ist nichts weiter als ein klares Textformat, das aber nach bestimmten Art und Weise getrennt wird. Also, jetzt im Texteditor ist es nicht so praktisch, das anzuschauen.
weil dann hat man einfach ganz viele Datenzeilen miteinander und das kann man nicht gut verwerten. Da in diesem Fall würden wir das besser mit einem LibreOffice beispielsweise öffnen, aber das kommen wir dann gleich dazu. Wir haben jetzt in diesem Fall gesehen, es waren Semikolons, die getrennt haben. Wenn wir dann nochmal zurückgehen, können wir ein anderes auftun. Wenn wir dann ein bisschen runtergehen, beispielsweise Abstimmungsarchiv des Kantons Zürich, öffnen das Ding und dann kommen da weitere Daten, laden wir da mal eins runter. Auch hier haben wir wiederum CSV als Dateiendung. Wenn wir jetzt das nochmal öffnen im Notepad, dann sehen wir, sind das nicht mehr Semikolons, wie wir da vorhin gehabt haben. Das sind überall diese Semikolons zum Trennen, sondern das sind jetzt hier Kommas. Also das ist schon mal wichtig zum Wissen, Comma-Separated Values sind nicht nur immer Kommas, sondern es können auch Tab-Separated oder Semikolon-Separated Dateien sein. Wie öffnen wir die Dateien? Das geht in einem Tabellenkalkulationsprogramm am besten. Ich kann euch sehr empfehlen, das mit LibreOffice zu tun, weil mit LibreOffice habt ihr mögliche Import-Filter-Aktionen, die ihr sonst nirgends habt. LibreOffice selber ist ein Open-Source-Programm. Wenn ihr das noch nicht installiert habt, kann ich das sehr empfehlen. Ihr geht einfach auf LibreOffice.org und dann auf Download Now und seht dann entsprechend euren Betriebssystem. Wenn ihr Mac oder Windows oder Linux habt, könnt ihr das entsprechende LibreOffice-Version runterladen. Es ist in dem Sinne die Open-Source-Variante zu Microsoft Office. Gut, ich habe das schon mal gemacht. Kann dann sagen, man will die CSV-Datei öffnen mit LibreOffice. Auf LibreOffice gibt es jetzt eben diesen spannenden Text-Import-Dialog. Und das ist sehr praktisch, weil man sieht hier direkt, was die Vorschau quasi der Daten, wie sie entsprechend dann importiert werden. Man hat einerseits die Möglichkeit, mal die Trennoption festzulegen, wenn es Tabulator sind, oder in dem Fall ist es eben Komma, nicht Semikolon, sondern ein Komma. Und schwupp ist das die Tabelle entsprechend auch schon richtig formatiert. Wichtig auch hier der Zeichensatz. Jede Textdatei hat einen bestimmten Zeichensatz, wie sie darin gespeichert, die Zeichen kodiert. Das sind häufig entweder westeuropäisch, dann ISO-Standard oder dann UTF-8. In dem Fall hat es das schon richtig erkannt. Wenn dann irgendwelche komischen Zeichen kommen plötzlich, eben so die Umlaute nicht richtig dargestellt sind, müssen Sie da beim Zeichensatz optimieren. Gut, habt ihr das richtig eingestellt, dann sagen wir Import und schon kommt dieses Comma-Separated Value Dokument quasi in einem Art Tabellendokument, so wir dann auch wiederum später darin weiterarbeiten können. Und so habt ihr die Möglichkeit, quasi mal die Daten als CSV entsprechend dann auch zu filtern oder weiter zu editieren. Nun haben wir CSV mal etwas kennengelernt mit Notepad und LibreOffice. Als nächstes schauen wir das Dokument an, wenn wir die Daten in einem anderen Format noch haben. Schauen wir mal, was da noch alles so gibt für Formate. Da gibt es weitere Möglichkeiten, eben Daten runterzuladen, Datenformate. Ein wichtiges Format ist sicher eben das Excel. Kennt ihr natürlich, ist klar, Excel-Dateien gibt es zuhauf auf dieser Plattform, leider, weil das ist eigentlich nicht wirklich Open Data. Aber nun denn, wir nehmen, was wir kriegen. Auf Statistik haben wir da Statistik der Schweizer Städte, Steuerbelastung von verheirateten Rentnern, auch hier runterladen und diese Datei öffnet sich dann im Excel entsprechend, kann man dann mit dieser Datei arbeiten, das sollte soweit klar sein. Und ODS, Open Document Format Spreadsheet, das wäre dann die Open Source Alternative von LibreOffice in einem Open Document Format. Das gibt es auch einige, nicht so viele, aber immerhin 5 haben wir da von 2100 Datensätze. Da ist sehr vorbildlich die Stadt Zürich, die das entsprechend so publiziert hat. Und da kann man dann eben das ODS runterladen. Und wenn es ODS ist, kann man das mit LibreOffice öffnen, kann man es mit Excel öffnen, aber eben besser ist es mit LibreOffice. Öffnen wir das Ding mal mit LibreOffice. Und dann entsprechend sehen wir wieder
das LibreOffice da vor uns. Weiter geht es jetzt mit JavaScript Object Notation. Das haben wir, das ist ein sehr wichtiges Datenformat. Wenn ihr es mal eingebt bei Google, findet ihr typischerweise eben als erstes so verschiedene Beschreibungen. Was ist überhaupt JSON? Wikipedia ist beschrieben, JavaScript Object Notation, eben ein Format, das schon in JavaScript formatierte Daten enthält. Und das ist eigentlich sehr praktisch, weil damit kann man dann direkt die Daten weiter mit D3.js verarbeiten. Ihr seht hier dieses Grundschema, wie das entsprechend so sich bewegt. Was finden wir jetzt bei Open Data Swiss Plattform für JavaScript Object Notation Dokumente? Gehen wir nochmal zurück, da sahen wir die ganze Auswahl der Dateiformate und eben ziemlich weit oben, gut, das stimmt nicht, in der Mitte etwa, sind die JavaScript Object Notation Formate drin. Gehen wir da mal drauf und öffnen so ein Ding, eine Schulschwimmanlage beispielsweise. Dort haben wir in der Stadt Zürich ein File, das eben zeigt, wo überall gibt es in der Stadt Zürich Schwimmbäder. Laden wir das mal runter und das wird jetzt direkt hier im Browser dargestellt. Ihr seht schon da ziemlich viel Zeugs, das da steht, wie entsprechend die Daten in einem ein bisschen anderen Format, aber immer noch in einem Textformat drin gespeichert sind. Jetzt ist da ein ziemlich langer Bandwurm, das ist nicht so praktisch, das erkennt man nicht so gut. Und deshalb kopieren wir doch das Ganze mal und schauen mal auf dem Internet, ob es irgendeinen JavaScript-Formatierer gibt. JSON-Formatter beispielsweise. Und da gibt es einen JSON-Formatter-Validator. Gehen wir doch mal einen anschauen. Auf diesem Tool kann man entsprechend diesen JSON-Code einfügen und dann sagen, ausführen. Und jetzt erkennt das Tool, wie die Daten in JSON-Format entsprechend gespeichert sind. Und da seht ihr auch entsprechend schon sehr gut, das ist nichts anderes als ein Name-Value-Pair. Also immer ein Name, ein Begriff und dann, was es für einen Wert enthält. Und so ist das verschachtelt hier aufgebaut. Man hat dann entsprechend die Möglichkeit, die einzelnen Eigenschaften aufzutun und zu schließen beispielsweise von diesen Schwimmbädern oder kann dann noch schauen, wo es beispielsweise gespeichert ist, abgelegt ist dieses Schwimmbad, wo es sitzt und hat dann dort entsprechend die Koordinaten. Und so sind diese Daten entsprechend auch wieder schön formatiert. Man kann sie da kopieren beispielsweise und dann in einem Textdokument, machen wir da mal ein neues und dann Textdokument, Schwimmbäder, JSON. Genau. Öffnen wir das mal nicht mit dem Bracket, sondern mit dem JavaScript, mit dem Notepad. Und jetzt haben wir die Daten schön formatiert. Ist ein bisschen länger geworden natürlich, das Dokument. Dafür umso schöner lesbar. Gut, und jetzt als letztes Format schauen wir uns noch rasch das XML-Format an. Da haben wir entsprechend auch auf der Open Data Plattform verschiedene Datensätze, die so gespeichert sind. Schauen wir das mal an. Wo haben wir XML? Da ist XML ein relativ verbreitetes Format. Hier auf dieser Plattform zwar nicht, aber sonst eigentlich schon. Also wir haben jetzt dann beispielsweise verschiedene Informationen, die wir da runterladen können. Wenn wir schon bei den Schwimmbädern sind, schauen wir uns nochmal die Wassertemperaturen an, der Freibäder. Und hier kriegen wir offenbar in Echtzeit, nun nicht, vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, aber immerhin Schwimmbad-Temperaturen. Mal schauen, was da steht. Laden wir das Ding runter, schauen es an. Und jetzt haben wir hier ein XML-Dokument. XML, wenn wir das mit dem Notepad öffnen beispielsweise, seht ihr auch entsprechend wiederum eine ähnliche Struktur wie vorher. Man hat wiederum einzelne Names, also einzelne Name-Value-Pairs. Hier in dem Sinn ist das mit einem anderen Format, mit so spitzen Klammern, ähnlich wie HTML und dann entsprechend auch wieder verschachtelt. XML-spezifisch sind dann noch die entsprechenden Werte.
Also wo man dann auch einzelne Attribute eingeben kann. Hier hat es komischerweise gerade keines, aber nun haben wir eine Übersicht. Also, das war's. Von dem her denke ich, habt ihr den ersten Eindruck gekriegt, was Datenformate sind. Ihr habt gesehen, eben, was für Datenformate da auf OpenData Swiss so rumschwirren. Kennt jetzt die CSV, ODS und XLS-Dateien, wisst ein bisschen was über JSON und habt auch schon mal ein XML-Format gesehen. Im nächsten Tutorial schauen wir uns dann an, wie können wir die verschiedenen Datenformate hin und her konvertieren. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, um wenn ihr mit den Daten dann wirklich arbeiten wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.